Hallo und guten Morgen zu unserer ersten Tour aus der Fränkischen Schweiz. Heute gibt es bestimmt eine Traumwanderung in herrlicher Natur. Davon könnt ihr euch sehr gerne selber überzeugen, wenn ihr das Video bis zum Schluss anschaut. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dann. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Ich denke, da habe ich vorhin am Anfang nicht viel erzählt. Es ist wirklich sehr schön hier zum Laufen und eine einzigartig wunderschöne Natur. Es wäre auch ein richtig schöner Platz für einen Fantasyfilm. Was für eine herrliche Ruhe. Ein wunderschöner Tag, kann man wieder voll genießen. Das Gezwitscher der Vögel, ja, einfach herrlich. Ohne Holzsäge. Ja, da geht's wieder los, aber mein, gehört dazu. Ja, herrlich. Holzsäge stört die Natur, die Ruhe. Also, was haben wir jetzt? Was macht man jetzt? Ich stehe hier an der Kreuzung, in allen möglichen Richtungen geht's. Was machen wir? Ja. Also, ich würde sagen, jetzt gehen wir erst einmal zum Aussichtsturm. Hohes Kreuz. Bloß 100 Meter und dann zum Engelhardtsberg, oder? Oder kleiner Umweg über Hohes Kreuz, Aussichtsturm. Riesenburg dauert noch 2,4 Kilometer. Ja. Thank you.
So, jetzt sind wir am Adlerstein. Da können wir jetzt so einen Felsen hochklettern. Und da gibt es wie immer dann eine wunderschöne Aussicht bei traumhaftem Wetter. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Auf geht's. Hier sehen wir das nächste Naturwunder, die Quakenhöhle oder Quakenschloss. Gehen wir mal rauf und schauen uns das mal genauer an. So, die Höhle haben wir jetzt besichtigt und jetzt geht es weiter, sagen wir mal, auf die Höhle, auf dem höchsten Punkt. So, die Höhle haben wir verlassen und jetzt gehen wir auf die Höhle. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Quarkshöhle. Oder Quarkschloss. Wenn man jetzt den Berg gegenüber anschaut, dann sieht man eine Antenne. Das ist das Hoheskreuz. Da waren wir vorhin oder vor ein paar Stunden auf diesem Holzturm oben. Vom Quakenschloss, also diese Höhle, wo wir da vorhin waren, sind wir jetzt schon wieder 3 Kilometer entfernt und die Landschaft war so schön, habe ich wirklich vergessen, was zum Filmen. Tut mir leid, aber so ist es halt. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Riesenburg und das ist auch ein sehr schöner Ort und den schauen wir uns dann gemeinsam an, wenn ihr möchtet. Einige Minuten später, schon sind wir an der Riesenburg. Ist das auch so ein Felsdurchbruch? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Versturzhöhle Riesenburg. Thank you.
dunkel wird, der Wind frischt auf. Ja, vielleicht werden wir ein bisschen nass. Ab 17 Uhr haben es Regen ein bisschen vorhergesagt. Werden wir dann schon sehen. Wenn nicht, dann kehren wir irgendwo ein und machen eine kurze Pause. Also hier gehen wir jetzt nur zum Essen. Nicht großartig. So einen großen Hunger haben wir gar nicht, oder? Ich habe großen Hunger. 15 Kilometer. Okay, eine halbe Schwein. Passt dann schon rein. Gut gegessen, gut getrunken und nun beginnen die letzten 4 Kilometer des Weges. Bis dann. Ciao. Viel Spaß. Auf dem Weg zum letzten Highlight unserer heutigen Runde und es geht zur Rosenmüllerhöhle. Was mich dort erwartet oder uns, ich weiß es nicht. Sie war schon dort, aber sie verrät es mir nicht. Schon gemein. Der Eingang zur Höhle ist zwar ziemlich klein, wie man hier sieht, aber innen drin ist es eine riesengroße Halle. Irgendwie schon ein eigenartiger Ort, der ist hier irgendwie so versteckt. Ganz unheimlich. Ja, und jetzt geht's hier hinein. Da kommt schon sehr kühl raus. Richtig angenehm. Jetzt schauen wir mal, wie es da drinnen ausschaut. Licht an. Weiter geht's. Die Fränkische Schweiz hat wirklich sehr schöne Ecken zum Bieten und wie man heute gesehen hat, grenzt es schon an kleine Naturwunder und ich denke, da kann man noch auch sehr viele andere Orte entdecken. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns, wünschen euch alles Gute, danke fürs Zusehen, bis demnächst, ciao! Ciao!